herzlich willkommen bei 23net. Wir sind heute bei Jens Lück im Art of Music Tonstudio hier im Hamburger Hafen. Und wir mastern heute die Jessica-CD. Die geht ja nächste Woche ins Presswerk. Und das ist Jens Lück. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und haben ganz viele musikalische Sachen schon zusammen gemacht. Unter anderem die erste Single, die ich auch rausgebracht hatte. Heute mastert er die Single von Jessica, beziehungsweise das ganze Album eigentlich. Und Jens, kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern mal sagen, was eigentlich so ein Mastering-Prozess ist, was das bedeutet? Ja, erstmal schöne Grüße hier auf 23net. Wie gesagt, Dennis und ich, wir kennen uns schon lange und ich freue mich natürlich umso mehr, dass er zum Mastern wieder zu mir kommt. Mastern ist im Prinzip ein Prozess, der nach dem Mischen eines Songs stattfindet, wobei verschiedene Songs auf einem Album möglichst gleich laut wirken sollen, nicht unbedingt gleich laut sind, aber wenn ihr die zu Hause in den CD-Player packt, dass die in ungefähr gleicher Lautstärke aus dem Lautsprecher kommt, ein bisschen klanglicher Feinschliff, Anfänge und Enden schneiden, das ist im Groben das, was man unter Mastering versteht. Aha. Und wie lange dauert sowas? Also ich meine, wir haben jetzt bei der Jessica-CD, das kommt ja auf 7 Songs raus, 7 Stücke. Ist das eine Woche oder wie lange braucht man dafür? Nee, wir haben jetzt 3-4 Stunden gesessen. Das ist so auch ungefähr die Range. Super. Ganz also eine halbe bis Stunde pro Song. Cool. Also man kann es natürlich auch übertreiben. Ja, klar. Ja, also ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du das gemacht hast. Wir freuen uns, dass du sozusagen die ganze Jessica-CD, dass wir das in guten Händen haben. Und für euch, hört euch das Ergebnis an. In ein paar Wochen kommt die CD raus und ich sage euch, das wird der Hammer. Bis ja, dann. Euch viel Glück und euch viel Spaß damit. Alles klar. Ciao. Ich will näher zu dir und ich will